Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Syndicate. Das letzte Mal waren wir ja hier unten in Australien noch unterwegs und ich denke, es bietet sich da einfach an, als nächstes Westaustralien, also den westlichen Teil auch noch dazu zu gewinnen. Ich will nur mal eben kurz wie üblich einmal kurz gucken. Ja, da sind sie alle sehr. Ah, hier oben sind sie nur Content, aber gut, das geht ja auch noch. Da sind sie alle very happy. Beziehungsweise happy, hier sind sie nur noch Content in der Mongolei. Eieiei. Die kriegen da mal den super Special Steuersatz. Happy, 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 happy. Das ist gut. Und dann geht es jetzt hier nach Westaustralien und wir gucken uns den Auftrag an. Equipment Acquisition, also Ausrüstungsbeschaffung. Es gibt Gerüchte, dass ein gegnerisches Syndikat einen persönlichen Schutzschildgenerator entwickelt hat, der halt Munition, kleine Kugel, also der halt Kugeln widersteht und der immer noch klein genug ist, damit ein Agent die tragen kann. Und ja, ist ja klar, dass wir das brauchen. Und ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Diesen haben wir ja schon mal vor Ewigkeiten selbst entwickelt. Und wir benutzen ihn nur nicht. Oder nur ganz selten hier. Wahrscheinlich ist es hier dieses Energy Shield, was wir hier haben. Ja, das heißt, wir kümmern uns mal eben kurz darum, dass unsere Jungs entsprechend ausgerüstet sind. Ich bin gerade überlegen, was haben wir denn hier? Mods, Brain 3 haben wir drin, Arms 3 haben wir drin, Heart 1 von Heart 3. Wie teuer ist Heart 3? 45.000. Kriegt jeder. Nicht nur Doppelherz, sondern gleich das dreifache Herz. Wunderbar. Sowas wollen wir doch haben. Dann gehen wir natürlich auch noch eben schnüblich in die Forschung. Mods, Equip, haben wir Chest und Eis. Machen wir doch Chest. Und ja, wie üblich. Einmal so ein bisschen beschleunigt. Und das soll halt reichen. Gut, dann gucken wir mal eben kurz. Dann würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal diese Mission aus. Im üblichen Leder. Zack. So, nochmal eben kurz sichergestellt. Wir hätten jetzt zur Note auch. Oh. Ah, und da vorne kommt auch schon gegnerische Syndikate. So, das heißt, Jungs, ihr könnt das sowieso besser als ich. Da gehen wir eben kurz hier mal so ein bisschen in Deckung. So kriegen sie uns nicht ganz so leicht. Was haben sie denn an Waffen? Shotguns vor allem. Shotguns. So. Ja, dann nehmen wir erstmal kurz die Intelligenz und so den Aim einfach mal eben wieder ein bisschen raus und machen uns auf den Weg. Hier gibt es einiges anderes an Fahrzeugen. Polizisten haben immer noch in Anführungsstrichen nur eine OC. Okay, irgendwo da oben in diesem Gebäude drinne. Gut, dann. Tja, dann nehmen wir den Energieschild und gehen raus. Okay, wir müssen scheinbar woanders hin. Ja, Police, put down your weapons. Ich glaube nicht. So, eigentlich. Oh, zack, wir schnappen uns hier unten mal eben kurz das coole Gefährt.
fahren jetzt zum Evakuierungspunkt. Und wo auch immer dieser sein mag. Eieiei. Okay, gut, also. Ja, das Schöne ist, wir können ja durch Kaputtfahrzeuge dann durchfahren. Sieht zwar sehr ulkig aus. So, sagen wir mal kurz dafür, dass uns keiner mehr verfolgen kann. Und hier hinten müsste irgendwo dann. Ah, da oben scheinbar. Dann fahren wir doch nochmal eben bis nach hier unten. Und laufen dann gleich die letzten Meter. Ja, da hinten der Polizist, der sagt, wir sollen unsere Waffen niederlegen. Ich glaube nicht. Und ab geht's. Mission completed. Wir sind im Bereich, wo wir rein müssen. Und das war's auch schon mit der Mission. Es dürfte wahrscheinlich nicht für unsere Forschung gereicht haben. Nee. Definitiv nicht. Aber es hat dafür gereicht, dass Westaustralien nun uns gehört. Und das ist doch schön. Das heißt, wir haben jetzt hier Eurasien plus halt da unten Australien. Und wir könnten uns jetzt um Arabien kümmern. Und ja, da die Mission ja noch nicht wirklich lang ist, gucken wir uns ja auch noch schnell das Missionsbriefing an. Personal Acquisition, okay. Zwei bekannte Reporter sind dann nah an Stadt. Und mit ihren Verbindungen sind sie halt für uns eine wertvolle Quelle von Informationen. Und ja, die brauchen natürlich noch die richtige Motivierung. Und ja, wir müssen die persuaden, das kennen wir ja. Das ist jetzt ja nicht wirklich was Neues. Das heißt, wir kümmern uns mal eben einmal ganz kurz drum, unsere Jungs eben fix wieder aufzufrischen. Na, hier, da gibt es noch ein bisschen mehr. Da gibt es auch noch mal ein bisschen. So, genau, Persuadatron. Und gucken wir kurz nach. Research sehen wir halt. Ja, hat noch nicht gereicht. Und dann würde ich sagen, akzeptieren wir. Wählen eben alle aus. Stellen schon mal auf schnell laufen. Und rennen erstmal los. Das sieht hier interessant aus mit diesen ganzen Löchern. Ja, und auch hier denke ich mal, wir probieren es jetzt auch mal wieder hier mit der schnell rein, schnell raus Methode. Oh, sehe ich da richtig? Ne, das ist noch keiner. Solange wir noch hier sind, brauchen wir ja noch nicht ganz so vorsichtig sein. Dann kommen jetzt ein paar Polizisten. Okay, da hinten irgendwo explodiert da was gleich, wenn ich richtig. Eieiei. Ah, da kommen die feindlichen Agenten, okay. So sieht das Ganze dann auch schon gleich viel besser aus. Da muss noch irgendwo ein Polizist. Aber eigentlich sollte der uns ja nicht wirklich was tun. Gehen wir eben kurz auf die Long Range. Okay, ich guck mal eben kurz. Also momentan sehe ich keine feindlichen Agenten mehr. Weiter jetzt einfach folgendes.
Wir gehen jetzt einfach in das Gebäude rein. Hier ist vermutlich dann natürlich nur der erste von unseren Vieren. Okay, gut, die Agenten scheinen jetzt hier immer noch mal so ein bisschen nachzukommen. Okay, der zweite ist da hinten. So, evacuate. Das dann mit den Polizisten da vorne ist aber auch so ein bisschen Glücksspiel jetzt gewesen. Na, was macht ihr denn da? Echt der wie eine Horde Betrunkener. Und ab in die Sicherheit. Jetzt heißt es nur noch auf unsere letzten Jungs warten. Und auch dann sollte die arabische Halbinsel uns wohl schon mal gehören. Mission completed. Wunderbar. Dann drücken wir doch die Leertaste. Ja, das Video kennen wir schon. Auch das würde ich sagen, insgesamt eine recht schnelle Mission. Aber wir haben jetzt Chest Version 2 fertig entwickelt. Das ist doch schön. Dann akzeptieren wir das mal. Gut, unsere Hit Accuracy ist diesmal unter aller Kanone. Aber wir sehen jetzt hier, Arabien gehört uns. Irak ist noch da oben übrig. Ich denke, da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ja, und ich denke, das sollte es doch für diese Episode gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir weiter daran arbeiten, sozusagen den Rest der Welt zu erobern. Bis dann!